Lehrer gleich lang hat, weil es fällt was aus durch Fortbildungen, durch irgendwie Krankheit, durch Feiertage und so weiter. Und da kann es natürlich vorkommen, wenn man normalerweise eine Gruppe 6 Wochen hätte, dass man die nur 4 Wochen hat und dann kriegt man wesentlich weniger weiter. Und wir wollten natürlich auch im Zuge der Individualisierung schaffen, dass die Schüler einen gewissen Teil vom Unterricht sich selbst wählen können, dass sie sich in Gebiete vertiefen können, die sie besonders interessieren. Darum gibt es ein System, in dem die Schüler die Laborblöcke selber wählen können und natürlich haben diese Laborblöcke auch untereinander Abhängigkeiten. Und diese Abhängigkeiten können wir in Moodle natürlich darstellen. Der Standardweg dafür wäre im Prinzip ein Aktivitätenabschluss und eine Voraussetzung. Also wenn man das jetzt an diesem Beispiel noch anschaut, gibt es da von der Aktivität IT-Aktivität 1, wäre jetzt quasi Voraussetzung, damit der Schüler die IT-Aktivität 2 machen kann. Und jetzt müsste bei der IT-Aktivität 1 einen Aktivitätenabschluss hinterlegen. Das heißt, der Schüler muss dort eine Bewertung erhalten oder was immer. Dann kriegt er auf der rechten Seite dieses Hackerl gesetzt. Und bei der IT-Aktivität 2, ich bin schon beim Vordrang, oder? Okay. Ganz kurz, ich bin in 5 Minuten wieder da. Ich muss leider den Raum wechseln, wie ich gerade gesagt habe. So, super, vielen Dank für die kurze Geduld. Die organisatorischen Dinge sind halt leider immer die schwierigsten. So, ich war bei diesen grundsätzlichen Gamification-Sachen. Gamification führt man ja sozusagen die Schüler, die Schülerinnen von einer Aktivität zur nächsten und das wird eben normalerweise über Aktivitätenabschluss und Voraussetzungen gemacht. Das funktioniert auch sehr, sehr gut in Moodle im Normalfall. Der Punkt ist nur der, also wenn man bei dem Kurse zieht, also das ist wirklich ein Ausschnitt aus einem Laborkurs vom aktuellen Schuljahr von uns, das wird natürlich, wenn man jetzt mehrere Verschachtelungen hat von dem Ganzen und vielleicht mehrere Sachen, die hintereinander gemacht werden müssen, sehr schnell sehr unübersichtlich, weil Moodle im Prinzip immer nur einblendet, was jetzt die Grundvoraussetzung ist, damit man diesen Kurs machen kann. Wenn man jetzt den ganz untersten Kurs machen will, dann ist einer Voraussetzung, dann ist der nächste wieder Voraussetzung, dann vielleicht 2 andere, die vorher kommen und so weiter. Also das wird eigentlich sehr, sehr schnell unübersichtlich, wie man zu diesem letzten Kurs unten kommt. Das ist eigentlich für den Schüler sehr schwer erfassbar aus dem Kurs. Das wollten wir natürlich irgendwie besser darstellen. Darum haben wir sich dazu entschieden, dass als Lösung des Problems, dass man ein eigenes Plugin entwickeln, und zwar ein Aktivitäten-Plugin. Da hat es auch Diskussion gegeben, sollte man ein Kursformat machen, sollte man irgendeinen Blog machen und so weiter. Aber das Flexibelste war eigentlich dann das Aktivitäten-Plugin, das gibt. Und dieses Plugin wollte man dazu nutzen, damit man diese Abhängigkeiten als Graphen darstellen kann. Als Graphen ist das natürlich die übersichtlichste Variante von diesem Ganzen. Was uns auch noch wichtig war, die Aktivitäten, die wollte man natürlich für die Schülerinnen, die sollten das vom Graph aus wählbar sein. Also, dass man im Prinzip nur diesen Graphen hat und die Aktivitäten zum Beispiel ausblenden kann als Stealth-Aktivitäten und die Schülerinnen von Schüler und Schülerinnen vom Graphen aus direkt zu diesen Aktivitäten kommen. Sollte auch den Vorteil haben, dass die Schüler auf einen Blick sehen, welche Aktivitäten verfügbar sind und welche bereits abgeschlossen sind. Und auch für die Lehrenden sollten natürlich diese Abhängigkeiten werden auch wesentlich besser dargestellt. Also wenn man sagt, man muss jetzt irgendwie 3 Grundsachen haben und aus denen kann man dann irgendwie was kombinieren zu einem komplexeren Teil, dann wird das einfach nur über Aktivitäten auch sehr, sehr schnell unübersichtlich aus dem Moodle-Kurs und im Graphen sieht man das aber sehr gut. Ja, wie sind wir das angegangen? Wie gesagt, ein Aktivitäten-Plugin. Wir haben uns mit Robert Schrenk, der hat uns das sehr unterstützt und hat uns einmal eine Vorlage gegeben, wie man quasi ein leeres Plugin macht. Und dort haben wir dann uns irgendwie selber PHP gelernt. Also aus der Ecke sind wir eigentlich beide nicht gekommen, keine Webentwickler. Aber grundsätzlich muss man da jetzt irgendwie keine Angst haben, davor, das PHP ist eigentlich auch wie jede andere Programmiersprache mit ein bisschen googeln. Wenn man schon eine kann, ganz gut erlernbar.
Für die Graphenvisualisierung haben wir zuerst überlegt, sollten wir irgendwas SVG machen, das man selber editieren kann und so weiter. Wir haben uns dann aber dazu entschieden, dass wir eine fertige Graphenvisualisierungssoftware nehmen, nämlich GraphVis. Sheet Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, GraphVis. Im Prinzip funktioniert das so, ich kann sozusagen einen Graphen textuell beschreiben. Also ich beschreibe irgendwelche Shapes und Formen und so weiter. Und diese Formen kann ich dann textuell mit anderen Sachen verlinken und kombinieren. Im GraphVis. Was uns auch wichtig war, wir wollten eigentlich das Plugin möglichst simpel halten, also möglichst wenig Einstellungen. Möglichst wenig Einstellungen, das zu tätigen sind, weil wenn man jetzt den ganzen Graphen irgendwie alles über Einstellungen konfigurieren will, dann wird das für den Benutzer natürlich ist das eine sehr hohe Einstiegshürde, bis dass man das Ding konfiguriert. Und es ist ja auch nicht notwendig, weil ja diese Aktivitäten und Aktivitätenabschlüsse und Voraussetzungen eigentlich eh schon im Moodle-Kurs drinnen sind. Darum macht unser Plugin eigentlich nicht recht viel was anderes, als dass die diese Abhängigkeiten und Voraussetzungen ausliest aus der Moodle-Datenbank und das dann in GraphVis darstellt. Sieht man jetzt in der Folie rechts schön, es gibt zum Beispiel, gibt es jetzt da drei Aktivitäten, die würde man jetzt in der Reihenfolge 1, 2, 3 abschließen müssen. Also bei IT-Aktivität 2 gibt es jetzt die Einschränkung, die IT-Aktivität 1 muss abgeschlossen sein und für IT-Aktivität 3 muss die IT-Aktivität 2 abgeschlossen sein. Unser Plugin liest jetzt aus der Datenbank diese Voraussetzungen aus, erstellt aus diesen Voraussetzungen so einen GraphVis-Code und dieser GraphVis-Code wird dann von einem JavaScript GraphVis-Plugin zu einem Graphen gerendert. Zu diesem Graphenrendern gibt es schon ein paar Einstellungen, zum Beispiel wie man gerne diese Pfeile hätte und wie man die Form hätte von diesen ganzen Feldern, die es da gibt. Das werden wir aber nachher noch sehen. Ich werde dann ein Live-Demo machen von dem Ganzen. Und dann kann ich natürlich ganz gern herzeigen, wie diese ganzen Einstellungen funktionieren und was die für Auswirkungen haben auf das Ganze. Gut, da kommen wir schon zum Live-Thema. Ich habe da einen Individual-Kurs erstellt. Ich hoffe, man sieht diesen Kurs. Schaut so aus, gell? Und zwar, ich habe da jetzt mal HTL-typisch ein bisschen was erstellt, also drei Themenbereiche. Da gibt es einmal Themenbereich Elektrotechnik 1, Themenbereich IT und Themenbereich Robotik. Überall habe ich drei Testaktivitäten erstellt, die jetzt nur grundsätzlich keine besonderen Abhängigkeiten haben. Jetzt würde ich zum Beispiel mal probieren, für die Elektrotechnik gibt es jetzt die Aktivität 2. Würde ich sagen, der Schüler muss zuerst die Aktivität 1 abschließen. Dann kann ich da mal auf das Ganze bearbeiten. Das mal auf Deutsch. Dann wird es jetzt da eine Voraussetzung geben. Und zwar die Voraussetzung wäre jetzt der Aktivitätenabschluss von, das war jetzt was, das war jetzt Elektrotechnik 2, das würde jetzt Elektrotechnik 1 sagen, sollte der Schüler fertig haben, bevor das funktioniert. Können wir mal speichern und zum Kurs. Dann wird das jetzt so schauen, das kann ich mit der 3er machen, die 3er würde jetzt von der 2er abhängen. Das kann ich wieder auf die gleiche Art und Weise einstellen. Zwar würde jetzt natürlich die Elektrotechnik 2 Aktivität abgeschlossen sehen. Aktivitätenabschluss ist jetzt auf manuell gestellt. Das würde natürlich normalerweise, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, und dann wird der Schüler dort eine Bewertung erhalten. Oder wie auch immer man das dann in die Aktivitäten individuell sozusagen einstellen will. So, jetzt kann ich wieder zum Kurs gehen. Und wie man jetzt sieht, es gibt jetzt drei Aktivitäten, aber es ist jetzt eigentlich schon gar nicht mehr so gut ersichtlich, wenn ich die Elektrotechnik 3 Aktivität machen will, dass ich dann irgendwann einmal vorher die Elektrotechnik Aktivität 1 machen muss. Da muss man eigentlich schon rückverfolgen da. Und jetzt kann ich halt sagen, was jetzt unser Plugin macht. Ich würde jetzt da eine Activity Map anlegen. Da jetzt einige wenige Einstellungen. Also ich kann mir die Richtung vom Graphen aussuchen. Ich würde es jetzt mal von links bis rechts belassen. Kantenstil ist Spline, das wird man Spline, sind so rundgebogene Linien, rechteckig, kurvig, also da gibt es verschiedene Varianten. Hintergrundfarbe zufällig, können wir irgendeine aussuchen, zum Beispiel hellblau. Das zufällig ist erst interessant für mehrere Abschnitte. Die Knoten können wir zum Beispiel einen Ort nehmen, wir das schaut ganz gut aus. Man kann da den Abstand einstellen, da kann man sich ein bisschen spielen, dann wird der Graph ein bisschen größer oder kleiner. Und die fast wichtigste Einstellung ist unten, was der Inhalt ist. Da gibt es jetzt alle Aktivitäten gruppiert nach Abschnitten. Ich möchte jetzt aber mal nur für den Abschnitt machen.
dann sage ich nur Aktivitäten des aktuellen Abschnittes. Also das wäre jetzt nur für Elektrotechnik in dem Fall. Und jetzt kommt die Speichern auch zum Kurs. Dann so jetzt drinnen. Das würde ich dann vielleicht sogar ganz oben hinlegen, wenn ich das dann aufmache. Dann wird es das jetzt so rendern in dem Fall. Also es gibt jetzt Elektrotechnik 1, Elektrotechnik 2 und Elektrotechnik 3 und es wird genau mit dem Pfeil, wie die Abhängigkeiten sind von dem Ganzen. Bei mir ist es natürlich so, dass jetzt alle drei aktiv sind, alle drei sind schwarz und werden auswählbar. Also konntest du direkt auf diese Elektrotechnik 3 Aktivität gehen, die ist da drin direkt verlinkt. Wenn ich mir das jetzt aus Schülersicht anschaue, könnte ich hier das mit Rolle wechseln, sollte das nochmal funktionieren, als Lernender. Wird es jetzt so ausschauen, es ist jetzt 2 und 3 ist jetzt ausgegraut, weil eins zuerst erledigt werden muss. Ich sehe es zwar schon, aber ich kann es noch nicht wählen als Schüler. Das leitet natürlich die Schüler da ganz schön durch das Themengebiet. Jetzt kann ich mal eins abschließen. Ich würde das jetzt einfach anhaken in dem Fall. Dann gibt es jetzt die Variante 2. Ich hoffe, ich bin jetzt immer noch Schüler. Dann sehe ich da ein grünes Hackerl. Also ich habe die Elektrotechnik 1 Aktivität erledigt. Kriege somit die 2er freigeschalten und die 3er warten nur darauf, dass die 2er fertig ist. Also im Prinzip ist es jetzt nur eine grafische Darstellung eigentlich von diesen ganzen Aktivitäten und Kursabschlüsse, die es da drinnen gibt. So, das wäre mal im Prinzip eine der einfachsten Varianten für das Ganze. Man kann das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter verknüpfen. Also ich würde das jetzt natürlich auch sagen können, beispielsweise in der IT würde ich so machen, es gibt eine Grundaktivität und dann können die Schüler entweder 2 oder 3 wählen. Das ist auch möglich. Dann wird das Ganze jetzt so ausschauen, dass die, jetzt bin ich immer noch Schüler, dass die Aktivität 2 von der Aktivität 1 abhängt und die Aktivität 3 auch von der Aktivität 1 abhängt. Abschluss. Die 1 muss es sein. Und für 3. Ja, jetzt auch 1. Und zum Kurs. Dann kann ich natürlich da auch eine Activity Map hinzufügen. Wird jetzt dann natürlich so. Jetzt habe ich es sogar nicht umgestellt. So. Der zeigt jetzt gleich alles an. Standard wäre, dass alle Aktivitäten angezeigt werden. Ich will ja wieder nur quasi meine Aktivitäten des aktuellen Abschnittes. Dann wird es jetzt so ausschauen, dass das auseinander geht zum Beispiel. Diese zwei Teile. Was es natürlich auch geben würde, ich konnte ja diese ganzen Sachen kann ich auch logisch verknüpfen. Das schauen wir uns jetzt beim dritten Teilbereich an. Dritter Teilbereich wäre da jetzt in dem Fall, oder wir können uns das bei dem anschauen, wenn ich es zum Beispiel so machen würde. Ich konnte jetzt sagen, der Schüler kann entweder mit 1 oder 2 anfangen, das ist mir jetzt egal. Und für die Aktivität 3 muss er aber beide abgeschlossen haben. Dann kann ich jetzt bei der Aktivität 2 schmeiße ich das jetzt wieder weg, die Voraussetzung. Und bei der Aktivität 3 sage ich aber, ich muss jetzt beide haben. Also es gibt ja in Moodle schon diese Logik. In dem Fall mit Voraussetzungen. Zum Beispiel jetzt habe ich nur das und jetzt kann ich da eine Voraussetzung hinzufügen. Zweiten Aktivitätenabschluss. Jetzt ist das damit unverknüpft. Wenn man das auf oder umschalten will, dann ist das nicht alle, sondern mindestens eine. Quasi entweder und oder größer gleich 1. Ich lasse jetzt einmal auf und nehme da jetzt die IT-Aktivität 2, muss abgeschlossen sein. Kann jetzt wieder zum Kurs gehen und dann macht unser Plugin eines. Es rechnet diese Logik aus und stellt es da als und da. Also das ist so dieses logische und, das kennt man vielleicht aus der grafischen Programmierung, kommt das ein bisschen. Aber das wäre ein und, ein oder wäre dann ein größer gleich 1 Zeichen. Und aus der Boolschen Algebra irgendwo diese Sachen. Und das kann man natürlich beliebig weit verschachteln, diese ganzen Sachen. Was ich auch noch machen kann, ich kann das Ganze auch mit Datums Voraussetzung
erfüllen, zum Beispiel die Robotik möchte die Aktivität 1 erst später machen, dann kann ich da sagen, für die Voraussetzungen sage ich, es gibt ein, hinzufügen, möchte ein Datum machen, zum Beispiel 20. Oktober, das wäre heute ab 21 Uhr am Abend, schalte das erst frei. Und zum Kurs, dann gibt es, da machen wir wieder eine Activity Map. Der Abschnitt. Wir können was aus, wir können mal Raute nehmen zum Beispiel. Sehen wir mal, wie diese anderen Sachen ausschauen. Man kann da abgeknickte Linien nehmen. Dann wird das jetzt so ausschauen. Okay, warum? Okay, warum hat das jetzt so angezeigt? Das ist noch nicht die aktuellste Version von dem Plugin. In der aktuellsten Version wird das schon richtig dargestellt werden. Okay, danke, Herr Kollege. Das war übrigens mein Kollege, der das mitentwickelt hat. Jetzt habe ich genau den letzten Bug, den wir noch drin haben, aufgedeckt. Macht aber nichts, es ist natürlich noch nicht perfekt, aber es ist nicht so, dass der Computer abstürzt, wenn man irgendwas macht damit. Genau, dann kann ich das jetzt soweit. Dann lassen wir das mit dem Datum und das hat aber grundsätzlich schon funktioniert, wenn man es mit anderen Sachen kombiniert. Verknüpfe eine zweite Aktivität dazu noch und geht's. Und dann ist wurscht. Dann muss ich das. Dann machen wir es einfach so, dass die Robotikaktivität 1, das wollte ich jetzt dann eigentlich als nächstes herzeigen, wäre ja typischerweise, dass man das auch zum Beispiel themenbereichsübergreifend macht. Man muss schon IT-Aktivität 1 abgeschlossen haben aus einem anderen Themenbereich. Damit die Robotikaktivität 1 überhaupt funktioniert, muss der schon ein bisschen programmiert haben, zum Beispiel der Schüler. Dann kann ich das da jetzt noch dazu bauen. Und zwar kann ich natürlich Voraussetzungen wieder mit und verknüpfen, jetzt füge zweite Voraussetzungen zu und drehe mal einen Aktivitätenabschluss und das wäre jetzt IT 1 in dem Fall. Gehen wir zum Kurs und jetzt schauen wir uns nur mit die Robotikübersicht an. Und dann wird es richtig dargestellt, es gibt jetzt Robotikaktivität 1 und zwar basiert das jetzt auf Nachdienstag, 20. Oktober und IT-Aktivität 1, das ist jetzt in dem Fall mit einer punktierten Linie und ausgegraut dargestellt, weil das in einem anderen Abschnitt ist vom Moodle-Kurs. Genau, jetzt kann ich da natürlich für Robotik noch was dazu bauen zum Beispiel, ich sage jetzt Robotik 2 wäre jetzt abhängig von Robotik 1 und von Elektrotechnik 1. Weil da muss ich dann zum Beispiel irgendwas mit einem mobilen Roboter machen, wo ich schon gewisse Elektrotechnik-Grundkenntnisse brauche und Programmierkenntnisse. Das stellen wir auch noch ein. Das wäre jetzt Aktivitätenabschluss von Robotik 1 in dem Fall. Und die Robotik 3 wäre dann quasi das. Also da wollte ich das zweite einstellen, Robotik 1 und Elektrotechnik 1 in dem Fall. Robotik 1 und für die Robotik 3, das wäre dann sozusagen mein finales Projekt, das ich mache, das wird dann von der Robotik Aktivität 2 abhängen. Okay, so. Ja, dann würde jetzt meine Robotik und der Modul würde jetzt dann so ausschauen, als Graph. Ja, jetzt gibt es da quasi zweimal externe Sachen und der Rest hängt jetzt von dem ab. Das ist jetzt mit der Raute, jetzt sitzt das relativ in die Breite, wenn mir das jetzt nicht gefällt, kann ich natürlich da jetzt was anderes einstellen. Und zwar kann ich sagen, ich mache da jetzt einfach eine Ellipse, das zieht das ein bisschen zusammen, glaube ich. Genau, dann schaut das ein bisschen übersichtlich aus. Sie geht es wunderschön eigentlich, was da die Aktivitäten sind. So, was ich jetzt nur machen kann, ich kann das natürlich für meine einzelnen Abschnitte, wie wir es jetzt gesehen haben, diese Übersicht machen und ich kann diese Übersicht aber natürlich auch für den gesamten Kurs machen. Und zwar würde ich jetzt zum Beispiel ganz oben, gibt es da schon eine Gesamtübersicht. Da gibt es jetzt bei den Einstellungen, gibt es dann zwei Möglichkeiten, die ich wählen kann beim Inhalt. Entweder alle Aktivitäten, dann würde ich jetzt alle Aktivitäten ganz groß hineinschmeißen, das können wir uns mal anschauen. Dann wird das so ausschauen. Das wäre jetzt der ganze Kurs.
Oder ich kann auch eins machen, ich kann auch das Ganze nur gruppieren nach den einzelnen Sections im Moodle-Kurs. Und zwar würde ich da sagen, Activity Map-Einstellungen, alle Aktivitäten gruppiert nach Abschnitten. Dann macht er das mit der Hintergrundfarbe der Abschnitte mit zufälligen Sinn, weil dann wird natürlich jede Hintergrundfarbe von einem Abschnitt anders farbig hinterlegt. Und zwar wird es dann so schon. Da gibt es da die Themenbereiche, da sehe ich die Themenbereiche untereinander und ich sehe auch die Zusammenhänge von dem Themenbereich Elektrotechnik, IT und Robotik in dem Fall. Das funktioniert ganz gut. Was jetzt vielleicht noch auffällt, ich sehe jetzt da auch diese anderen Übersichten. Wenn ich das nicht drin haben will, da zum Beispiel, dann brauche ich eigentlich nur den Aktivitätenabschluss deaktivieren, weil er nimmt automatisch immer alles mit ein, was einen Aktivitätenabschluss hat. Also wenn ich die Übersicht Robotik jetzt weg haben will, eigentlich von da gleich drauf hupfen. So. In dem Fall. Aktivitätenabschluss. Sage ich. Wird nicht angezeigt. Und dann sehe ich das da drinnen nicht mehr in der Gesamtkursübersicht. Weil nur Sachen mit Aktivitätenabschluss da berücksichtigt werden. Also wenn ich Sachen sage, ich möchte das jetzt ausblenden. Jetzt ist diese Robotik-Übersicht verschwunden da drinnen. Weil das ja eigentlich nichts ist, was ich abschließe, sondern das ist ja eine Aktivität, die uns nur eine Übersicht bringt zu dem Ganzen. Genau, was ich... Ja. Soweit so gut. Ich sage einmal danke für die Aufmerksamkeit für das Ganze. Wenn es Fragen gibt, bitte in den Chat reinposten. Kontakt-E-Mail-Adressen stehen da. Es gibt das Ganze auf GitHub, also wer sich wirklich mit dem auseinandersetzen will, was es natürlich ganz, ganz stark gefreut hat, weil es für Gamification, glaube ich, wirklich einen ganz großen Mehrwert bringt in Moodle, weil eben das so aus unserer Sicht die große Krücke war, dass diese ganze Darstellung sehr übersichtlich ist. Gibt es da einen GitHub-Link, da kann man sich das natürlich selber herunterladen und es gibt dort eine detaillierte Beschreibung, wie das funktioniert und wie man auch diese ganzen Sachen einstellen kann. Es gibt Übersicht über die ganzen Farben, die es gibt diese ganzen Shapes. Es gibt dann auch Beispiele. Man kann das Ganze auch wieder darstellen, man kann es als iFrame einbinden, das geht auch. Also man kann es im Prinzip auf seinen Moodle-Kurs tun, auf die Startseite als iFrame, kann dann die ganzen Aktivitäten auf Stealth-Activities setzen, also quasi verbergen und aber trotzdem verfügbar machen. Dann sieht der Schüler diese Aktivitäten, jetzt ist es aber trotzdem durch einen Link aufrufbar. Und dann kann ich eigentlich meinen Kurs nur durch diesen Graphen auch darstellen oder Teile vom Kurs durch den Graphen darstellen. Also das wird dann so ausschauen, das kann ich auch noch herzeigen mit den Stealth-Activities. Wird dann zum Beispiel, ich mache es jetzt mal für einen Bereich für die IT, würde ich sagen können, ich tue das verbergen und ich tue es trotzdem verfügbar machen. Und verfügbar machen. Dann gibt es zwar aus der Lehrersicht, sehe ich es immer diese Aktivitäten, wenn ich jetzt aber auf die Schülerversion wechseln würde, Lernender, dann sehe ich jetzt nur noch diese Übersicht IT und der Schüler kann da reingehen und kann dann von dort aus seine Aktivitäten erledigen. Also ich kann zum Beispiel in einer Übungssection, wo ich 5 Beispiele habe, kann ich auch nehmen und in einer Activity Map so verbauen zum Beispiel. Und dann sieht er dann seine Voraussetzungen und seinen Lernpfad durch das Ganze durch. So, jetzt bin ich wirklich fertig. Das war das Letzte, was ich noch sagen wollte. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und ich schaue jetzt mal im Chat, ob es da Fragen gibt, ob da welche auftauchen.